Wir sind im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Das ist ein Gebiet, eine Fläche 30.000 Hektar groß, also 300 Quadratkilometer. Das ist das einzige sächsische Biosphärenreservat und schützt eine einzigartige Kulturlandschaft. Das Biosphärenreservat ist 1994 als Schutzgebiet einstweilig gesichert worden und 1996 von der UNESCO anerkannt. Und wir sind eins von jetzt 17 Biosphärenreservaten in Deutschland und über 670 Biosphärenreservate, die es weltweit gibt, in 120 Ländern. Und wie der Name es schon sagt, geht es hier vor allen Dingen, die Kulturlandschaft zu erhalten, der Heide und Teiche. Das ist eine. Die andere Hälfte unseres Biosphärenreservates ist Wald, so wie er eigentlich natürlicherweise hier auch vorkommen würde. Und ungefähr seit dem Mittelalter haben die Menschen hier, die sich in den Siedlungen angesiedelt haben, natürlich auch Land gebraucht, um das Vieh zu ernähren und auch sich selber zu ernähren und haben dann Wiesen und Felder angelegt. Und das sind ungefähr 10.000 Hektar, die wir heute haben als Ackerland und Wiesenland, was auch von Menschenhand geschaffen wurde. Eine Besonderheit haben wir dann noch. Nördlich anschließend ist ja die Bergbaufolgelandschaft, also nach dem Kohleabbau ist ja tatsächlich die ganze Landschaft neu entstanden. Es ist ja 100 Meter tiefe Löcher, man sieht es ja heute zum Teil ja auch noch in der Region. Und die wurden dann wieder aufgefüllt, entweder als Seen oder dann tatsächlich wieder mit Erde. Und diese Bergbaufolgelandschaft ist eine Besonderheit unseres Biosphärenreservates, weil wir das einzige Biosphärenreservat sind, das tatsächlich auch Anteile in der Bergbaufolgelandschaft hat. Das sind ungefähr 2000 Hektar. Wenn man heute in die Teiche guckt, dann hat man ja immer das Gefühl, das sind Seen, die sind ja schon immer da, aber das sind künstliche Gebilde. Und seit dem 13. Jahrhundert wurde hier der Wald gerodet. Das war ein Sumpfland. Und da standen Erlen und Birken, wie heute auch. Aber die hat man gerodet und dann hat man das angestaut und hat seit dem Mittelalter dieses angestaute Teiche genutzt für die Karpfenproduktion, im Übrigen bis heute. Wir stehen ja in einer privaten Teichwirtschaft. Wir sehen hier gerade, wie der Teich gepflegt wird, weil die Trockenheit der letzten Jahre den Teich mehr und mehr zusetzt. Könnten Sie uns bitte kurz erklären, was genau Sie da machen? Wenn das jetzt nicht gehauen wird, versandet der Teich und wird dermaßen zugewachsen. Macht man das jedes Jahr? Muss man machen, jedes Jahr. Wie gesagt, sonst sieht das dann so aus wie hinten die Insel. Heißt also, wenn Sie das nicht machen würden, würde der Teich mit der Zeit verschwinden? Ja, es würde ein großer Sumpf entstehen. Man kann ihn einfach schützen, man muss auch was dazu tun. Und welche besonderen Tiere und Pflanzen befinden sich hier in dem Biosphärenreservat? Ja, das sind sehr, sehr viele. Wir haben mehr als 5200 verschiedene Tier- und Pflanzenarten erfasst. Natürlich alle mit ihren Namen und wissenschaftlichen Bezeichnungen. Und was Besonderes ist natürlich, dass von diesen 5200 Tier- und Pflanzenarten mehr als 1200 auf den sogenannten roten Listen stehen, also die besonders schützenswert sind. Also die auffälligsten Insektenarten sind jetzt überwiegend Heuschrecken, wie italienische Schönschrecke. Dann haben wir noch die laufflügelige Ödlandschrecke,
die wir hier auch in mehreren Farbvarianten vorfinden können. Hinzu kommen noch andere diverse Libellen wie blutrote Heidelibelle oder die Weidenjungfer. Ja, das ist so ganz typisch für die Heide hier. Ah, das war der Bienenwolf gerade unten. Der Bienenwolf gehört zu den Grabwespen und lebt auf warmen, trockenen Standorten. Und als Beute für seine Larven dienen dem Bienenwolf ausschließlich Honigbienen oder andere diverse Wildbienen. Diese werden dann betäubt, in das Erdnest verbracht und dienen so dem Nachwuchs als lebende Nahrung. Ja, bei den Tieren fällt mir spontan der Wolf ein, den wir flächendeckend haben. Wir haben flächendeckend Vorkommen vom Fischotter. Wir haben 13 Revierpaare vom Biber, also alles sehr, sehr seltene Tierarten. Wir haben flächendeckend Vorkommen des Seeadlers, insgesamt 25 Brutpaare über viele, viele Jahre hinweg. Wir sind ja Rastplatz für Kraniche und Gänse, die man zum Teil jetzt auch schon wieder sieht. Man sieht in den Teichen den Silberreiher, so einen weißen Reiher, der auch ein Zugvogel ist und bei uns dann in bestimmten Zeiten des Jahres zu Gast ist. Und das kann man hier hautnah erleben. Wir sind hier in der Göbelner Heide. Das ist ein ehemaliges Truppenübungsplatzgelände vom Militär aus DDR-Zeit. Und jetzt in der Zeit haben sich jetzt viele Pflanzen hier neu angesiedelt, viele Tiere neu angesiedelt. Hier sind wir vor den Trichtern des Ameisenlöwen, eine ganz typische Art hier in der Sandheide. Die bauen so eine Trichter mit ganz vielen feinen, trockenen Sand. Und wenn dann eine Ameise sich rein verirrt, werfen sie Sand raus und die Ameise kann nicht mehr hoch. Die rutscht dann immer tiefer in den Trichter und dann wird die geschnappt. Wie gesagt, sie ist jetzt fest im Griff hier. So sieht er aus. Naja, er hat auch relativ große Fangwerkzeuge eben, wo er die dann festhält jetzt. Also jetzt wird er sie nach unten ziehen und dann fressen. Einfach. Aber man muss natürlich auch festhalten, es gibt auch eine Besonderheit in der genetischen Vielfalt. Die Art zu halten ist wichtig und wir haben auch Rückzugsräume von Arten, die nur noch hier vorkommen. Und wir haben hier an ganz, ganz wenigen Orten noch Schwarzpappeln an der Spree stehen. Und die haben wir zum Beispiel erhalten, indem man Zweige abgeschnitten hat und die werden dann in seiner Baumschule erhalten. Aber diese Baumschule ist nur, um die genetische Information dieser Bäume zu erhalten. Und der Klimawandel betrifft das die Biosphäre ja auch oder das Biosphärenreservat hier auch? Selbstverständlich. Das ist ja ein globales Problem. Und das kann man vielleicht so an Beispielen festmachen, was ganz einfach ist. Wir haben ja so einen Trend, es wird trockener, es wird wärmer. Und es gibt ein paar Insektenarten, die eigentlich früher nur beschrieben waren im Mittelmeerraum, die tatsächlich bei uns schon nachgewiesen sind und hier vorkommen. Wir haben zum Beispiel ganz stabil in den letzten Jahren die Gottesanbeterin hier bei uns in der Heidelandschaft. Jetzt schau sie dir mal genau an. Erkennst du irgendwas an dir? Schau mal ins Gesicht. Kann es sein, dass sie Pupillen hat? Genau. Ja, da kann sie dich richtig anfixieren. Ja. Wenn kann den Finger sie auch so mal nehmen? Man kann sie auch in den Finger nehmen, genau. Sie beißt nicht. Gegenüber tropischen Arten, die ihn da richtig zwicken können, dass das Blut gleich kommt, sind die europäischen dagegen harmlos. Die stammt ursprünglich mehr aus Südeuropa und hat sich in den letzten Jahren erst hier angesiedelt. Seit etwa 2014 haben wir sie hier in der Göbelner Heide. Vom genetischen her sind sie mal untersucht worden und da wurde herausgefunden, die stammen aus Italien. Also die Gottesanbeterin lebt jetzt etwa bis zum ersten Frost. Das ist so hier in den Breiten so Ende Oktober, das Maximum so Anfang November. Dann stirbt die einfach ab. Aber im Vorfeld legt sie auch noch 2 bis 3 Eigelege, die sich Ootheken nennen. Die überwintern jetzt. Und dann erst im Folgejahr, so Ende Mai, Anfang Juni, schlüpfen die jungen kleinen Gottesanbeterinnen raus und dann wachsen die. Und man muss dazu sagen, wenn dann die Jungen schlüpfen, müssen sie sich ganz schnell entfernen, weil Geschwisterliebe ist dort ganz groß geschrieben, haben sich zum Fressen gern. Und von diesen etwa 400, die da ausschlüpfen, überleben vielleicht 2, die dann erst nur so groß werden.
Thank you.